Ja, ich glaube, dass wir schon in der zweiten Halbzeit nah dran waren. Da finde ich, dass wir es besser gemacht haben als in der ersten Halbzeit. Erste Halbzeit hat man zu viel Respekt. Denke, dass es, aber kann man schon sagen, natürlich sind die abgezockter vorm Tor. Die machen dann einfach die Dinger und wir machen sie nicht. Daher ist es ein absolut verdienter Sieg, wo ich auch gratuliere. Aber ich bin ganz stolz auf meine Mannschaft, weil ich einfach sage, wir haben ja auf jeden Fall auf Augenhöhe gespielt und gut gegengehalten. Ich habe mir eigentlich kein Ergebnis gedacht. Wir wollten halt auf eine bestimmte Art Fußball spielen und ich denke, wir haben das Spiel bestimmt. Wir haben viele, viele Chancen gehabt. Da müssen wir natürlich konsequenter sein und die Dinger reinmachen, dass man zur Halbzeit schon 3, 4, 5-0 führt und dann hat man auch mehr Ruhe. Ich weiß, dass meine Mannschaft schon gut Fußball spielen kann und ich war auch froh, dass wir hier gespielt haben auf dem Kunstrasen. Habe ich denen schon zugetraut, weil ich weiß, was sie können. Ja. Also ich finde nicht, dass sie uns über den Spielverlauf her großen Ärger gemacht haben. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir unsere Chancen halt nutzen. Da müssen wir konsequenter sein, dann passiert normalerweise nicht viel. Ein Aufbauspiel ja, Aufbaugegner leider nicht. Ne? Aber ja, ich freue mich auf die Saison, aber in der Saison sieht alles ganz, ganz anders aus. Jetzt haben wir mit Internationale einen schweren Gegner. Die haben jetzt gegen Berliner Strahler im Pokal gewonnen. Das wird auch nochmal Auftrieb gegeben haben. Schauen wir mal.